Servus und damit recht herzlich willkommen zurück. Zurück zu Minecraft. Weiter geht's. Ich muss gerade was gucken. So, wir brauchen eigentlich einen Haufen Material, aber erstmal müssen wir uns Eisen organisieren und unsere Waffen upgraden. Upgraden, nee, sondern reparieren. Das wäre richtig und wichtig. So, ich denke mal, heute könnten wir noch ein bisschen... Hatten wir hier noch Eisen drin? Hier hat man noch Eisen. So, dafür braucht man auch noch was. Wir nehmen mal Emeralds mit. Ja, ich hab gerade hier... Aber Würstels gegessen, du. Ach, stell sich aber übel öfter. Moment, 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 mein Hüdel brennt. So, Freunde, repariere mal meine Werkzeuge. Sehr schön. Hast du schon was gemacht? Nee. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal schnell noch ein paar Bücher holen, weil ich noch brauche was für mein Dingsbumster. Das könnte heute ein bisschen lauter sein. Ich hab vergessen umzustellen. Jetzt umstellen ist jetzt so eine Ordnung. Was wollte ich jetzt haben? Ich wollte Bücher haben, ne? Gab es hier überhaupt noch Bücher? Ja, Bücher. Bücher und Emeralds. Bücher und Emeralds. Bücher, Bücher, Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Was reinbrein? Hier gibt's nix. So, warte mal. Effizienz brauchen wir, glaube ich, immer für dich und immer. Nö, immer plus. Mittlerweile ein bisschen. Nee, wollt mich da verarschen oder so. Eier. Macht Eier. Das haben sie doch. Komm, jetzt haben sie. Habt ihr da, oder? Ja, ja. So. Haben sie wieder gearbeitet? Dann schon haben wir ein neues. Ach, der hat mir nicht gearbeitet. Schade. Jetzt hat er gearbeitet. So. Ich weiß gar nicht, wir müssen mal gucken, wie oft die arbeiten. Vielleicht haben sie jetzt gearbeitet? Nein. So, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen auch unsere Schaufel, die müssen wir auch reparieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir das überhaupt schon drauf schmieden können. Brauchen wir 20 für die Effizienz. Das wird noch eine Weile dauern. Das ist erstmal dort rein. Wir müssen heute echt. Ja, die haben wir nicht gemacht, die Säcke. Nicht gemacht, nicht gemacht. Blöd, blöd, blöd. Möchten da auch mal eine Druckplatte hinsetzen? So, und dort oben haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Schmiede. Die können wir, glaube ich, auch nochmal anquatschen. Wir müssten da auch noch ein bisschen was haben hier. Ja, zack. Ja, mischt. Blöd, Jonas.
Hallo? Nein. Krabbelt's. So. Ja, hauen wir es hier rein. Zack. Das brauchen wir hier, das brauchen wir da. Das brauchen wir auch hier so, zack. Jetzt haben wir so rein, sorry. Wunderschön. Dann gehen wir mal schnell in die Mine und minen ein bisschen was ab. Dort müssen wir auch noch weitermachen. Wir müssen endlich das Lager fertig kriegen. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo... ob wir irgendwo Eis finden. Weil das können wir ja mit unserer Spitzhacke auch abbauen. Hier waren wir fertig. Hier mussten wir noch hinten nach hinten zwei... Ist aber geruckelt hier. Ja, das sieht schon viel besser aus, wenn man das so macht, ne? Das sticht ein bisschen mehr hervor. Da bin ich froh, wenn wir das fertig haben, ey. Das wird auch ein Ding da drüben. Im Moment. Ah, ich hasse Husten. So eine Scheiße. Hier hat man ein bisschen Holz noch, ne? Müssen wir auch alles rein bei Zeiten hier. Und das werde ich alles wegreißen. Ja, das Eisen verstopft hier alles. Das werden wir auch bei Zeiten alles runter weghauen müssen. So, ey. So, hier unten. Scheiße. Alter. Junge. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Stimmt, hier müssen wir noch ein bisschen aufräumen, wa? Na. Ja, wir müssen ja übel aufräumen noch. Wir müssen hier übelst aufräumen. Scheiße. Wir haben das letzte Mal ja bloß hier Cleanstone abgebaut, ne? Und den ganzen anderen Eis haben wir hier liegen lassen. Na dann. Da tun wir die Folge jetzt mal so ganz normal ein bisschen was abbauen hier davon. Ein bisschen die Mine wieder auf Vordermann bringen, weil das hier ist ja echt... Also ich finde das hier echt nicht so schön, du. So, jetzt geht's gleich los. Vor allem, ich bin jetzt in meine neue Wohnung gegangen, ne, und habe schon mal wieder Sachen reingehauen und so, schon wie die letzten Tage. Und da ist einfach die der Hintereingang einfach schon eine Brecheisen versucht aufzumachen. Ich weiß nicht, ob das schon vorher so war oder ob ich das übersehen habe. Oder ob das jetzt neu ist. Also. Und dann einfach mal zwei Buden aufgebrochen. Keine Ahnung, ob das so normal ist, du. Sag ich dir. Ich möchte mir eine Versicherung für meinen ganzen Shit anlachen. Da bekommt man es dann doch schon ein bisschen mit Bedenken zu tun, weil. Wer weiß, was dort für Genossen leben, ne? Wohl nochmal die Vermietung anrufen müssen. Mal nachfragen, was da hier am Stisseln ist. Nicht, dass dann irgendwann mal einer in meiner Bude steht. Und sich denkt, boah, ja, den ganzen Scheiß hier, den nehme ich mit. Der bringt bestimmt ein bisschen Kohle. Und wenn du mitten beim Pennen bist, dann kommt da einer rein. Weil die Buden, die waren ja nicht nur aufgebrochen, die waren ja richtig aufgebrochen. Da war ja alles rausgerupft an der Türe.
Das, also, ja, hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Da denkst du dir so, ist eigentlich eine gute Wohngegend, ne? Nicht gerade billig, aber auch nicht zu teuer. Und dann siehst du sowas, also, Halleluja. Also, ja. Ich bin schon wieder rüsten, du. So, ey, dieses Hüsten, ne, das geht mir so auf den Sack, ey. Das ist das Schlimmste am Kranksein, ne? Wenn es dir dann wieder besser geht, so, die ganzen schlimmen Symptome, die dauern so 2-3 Tage oder so, oder bloß einen Tag. Ne, dann ist der Scheiß wieder weg, und aber der Husten, der dauert ewig und 3 Jahre. Du kriegst die Rosten-Scheiße nicht mehr los. Digga, dann scheinst du da und hustest schon 8000 Jahre, nachdem du hier krank warst, hustest du immer noch, weil die Scheiße einfach nicht weggeht. Der Husten, der bleibt immer ewig und sonst wie lange. Möchte mal wissen, warum. Ja. Gewisse Leute verdienen ja Geld damit, dass du hustest. Brauche ich mich wie das so, ne? Manchmal habe ich dann also das Gefühl, dass das alles ein bisschen geplant ist. Weil es kann doch nicht sein, Alter, dass der Husten da so lange bleibt. Das ist Hustenscheiße. Gib mir richtig einen Sack. Husten, ey. Ich hasse Husten. So, Schnupfen ist genau dasselbe. Diggi, du bist gefühlt das halbe Jahr nur daran. Nur das Gefühl, das halbe Jahr tust du nur hochschniefen und. Du fragst dich dann auch so, was der ganze Scheiß eigentlich soll. Warum wir auch keiner mit Gott kommen und so, das ist Strafe hier, beziehungsweise ja, Buße tun und so ein Scheiß. Ich hab keine Buße, du Vogel. So. Ja, haben wir schon mal eine Ebene geschafft hier. Wird noch eine Weile dauern, bis wir wieder alles auf einer Ebene haben. Weil ja, es ist so viel Plunder hier drin, ne, den du eigentlich gar nicht brauchst. Niemand braucht den Rotz. Niemand braucht diesen Scheiß hier. Ich frage mich, wer das hier... Die Tage, als es nur das Cleanste und hier gab, war bestimmt richtig geil. Hey, ist 3 Tage waren das noch. Egal, hat mir kein Fernseher, ne? Haben krampfhaft versucht, mir hier Minecraft zu spielen zusammen. Ging nee. Alter, ey, meine Schwester hat mir damals die PS3 geschenkt, mir und meinem Bruder. Das war schon heavy, ey. Dann Minecraft oder PS3 spielen. Geiler Scheiß, ey. Davor natürlich, man hat es nie gespielt, immer gesagt, Minecraft so ein Scheiß, ne? Wie es halt so ist. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ergo, Minecraft war scheiße, genauso wie Star Wars scheiße war, bevor man es kennengelernt hat, ne? War alles scheiße. Dann hat man es das erste Mal gesehen. Oh, geiler Scheiß, Digga. Oh, das ist auch richtig geiler Scheiß. Das ist nicht mehr nur Scheiße, sondern richtig geiler Scheiß ist das jetzt. Ja, ja. Das sind die Zeiten. So. Heute machen wir kein Timelap. Ich habe nämlich nicht so viel Zeit für ein Timelap heute. Zumindest jetzt. Dann später könnte ich noch ein Timelap machen, Thomas. Aber, naja. Ich brauche für morgen auf jeden Fall schon eine Folge, weil morgen muss ich noch ein bisschen ausräumen. Und dann, ja, da geht's abwärts. Und dann sind wir fast durch. Bin ich dann in meiner Einbrecherbude oder was es sein soll, keine Ahnung. So, das Stück machen wir noch und dann ist erstmal Folgenende, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ganz gechillt.
wie immer. 15 Uhr. Morgen. So. Dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Tüdelü. Macht's gut. Ciao mit V.